So, Ladies and Gentlemen, weiter geht's. Ach ja, hier beim Zirkus waren wir. Irgendwas anzugucken? Nee, nur das Zirkuszelt. Untersuchen wir das mal eben. I think there's something going on in there. Ja, das glaube ich auch, Guybrush. Das glaube ich auch. Ich werde aber nochmal gerade. Tut mir leid, ich werde nochmal gerade ein bisschen lauter machen hier. So. 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 Ich glaube, das dürfte gut sein. I think there's something going on in Ja, there. passt, ne? Habe ich nicht auf Übernehmen gedrückt? Doch. Okay. Ja, also nach diesen kleinen technischen Schwierigkeiten gehen wir mal hier rein. I get in the cannon, but the gunpowder makes me sneeze. Well, I can't do it. I hurt my hand taming the lions last week. I hardly think that little scratch compares to my chronic allergy. You get in the cannon. You don't have any allergies, you faker. You get in the cannon. No, you get in the cannon. No, you get in the cannon. Slacker. Loser. Ruffian. Fop. Weasel. Weevil. Lassen wir die erstmal noch ein bisschen reden. Tony. Ne'er-do-well. Scuffler. Mullethead. Millethead. Pencilhead. Halfhead. Cheesehead. Harpy. What? Just to get in the cannon. No, you get in the cannon. No, you. No, you get in the cannon. So, sagt mal, Kollegen, warum habt ihr diese seltsamen Anzüge an? Why are you guys dressed? Say there, son. How do you like the chance? A once in a lifetime chance. To perform an amazing feat. A death-defying feat. Well, not so death-defying, really. Dangerous feat. No, not dangerous at all. An easy feat. But exciting. With the amazing. Adventurous. Acrobatic. And exceedingly well-known. Fabulous. Flying. Ferrucini Brothers. That's us. My brother Alfredo. And my brother Bill. Sound good? Good. It's very simple. See that cannon over there? Ja. All you have to do das sehen wir. Is get in the cannon. And we'll shoot you out of it. Across the room. Quite safe, actually. So, what do you say? Das klingt ziemlich gefährlich eigentlich. Wie viel zahlt ihr denn? How much will you pay me? How about 478 pieces of aid? 478. Ich bezweifle, dass wir noch mehr kriegen, deswegen nehmen wir das Angebot einfach mal an. Okay, sounds good. Have you got a helmet? Haben wir? Natürlich haben wir einen Helm. Of course I have a helmet. What sort of idiot do you take me for? Well, let's have it. We want to be sure. So. That it's safe. Ja. Wouldn't want you hurt. No, sorry. So, sehen wir mal, haben wir einen Helm? Wir könnten das mal mit dem Kochtopf versuchen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man noch irgendwo einen anderen Helm herkriegt, deswegen probieren wir es mal. Someone cooked a head cheese. Ach, verdammt. Nicht untersuchen. Gib Topf an Fettuccini Brothers. Ah, that will work as a helmet. Now we can do the trick. Step right over here, son. Now, put on your helmet. And get in the cannon. And we'll take care of the rest. Echo! Echo! Oha, na das wird ja was. It works! Oh, I'm so relieved. Hey! Are you okay? Wo ist mein Helm? Und ich bin Bobbin, bist du das nehmen wir. I'm Bobbin. Are you my mother? He's alright! Hooray! We are spared an embarrassing and a financially debilitating lawsuit. Here is your money, sir. Just a recompense for aiding us. The basic theory is fine.
We just need to change the aim a bit. I'll try it next. No, I'll do it next. Okay. Now me. Ja, ja, komm, können wir uns wieder bewegen? Nein. Slacker. Loser. Ruffian. Fab. Ich nehme an, das, was wir da als Antwort gegeben haben, was übrigens, was ich sehr nett fand, dass das umgedreht war, war eine Anspielung auf ein anderes LucasArts Adventure. Mit 480 Goldstücke, na, damit kann man doch schon mal arbeiten. Jetzt könnten wir uns theoretisch schon sowohl die Karte holen, als auch das Schwert, oder nicht? Das wäre doch was. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Gehe zu. Ist hier irgendwo der Pfad? Hier vielleicht? Kamen wir hier raus? Ja, genau. Okay, cool. Würde ich sagen, gehen wir mal direkt wieder zurück in die Stadt. Auf ins Dorf. Guybrush, geht's auch schneller? Nein. Na dann nicht. Unser Lieblingsladebildschirm. So, Gouverneur Marley, komm, hopp. Ach, ich finde, man sollte irgendwie, um sowas zu überspringen, den guten Guybrush sprinten lassen. Ich hoffe jetzt, dass es nicht geht. Also, einfach, dass ich hier nicht die ganze Zeit das schon gemacht habe und es war sinnlos. Wobei, natürlich hoffe ich andererseits schon, dass es geht, weil, ja, wie schon gesagt, es ist ja nervig. Jetzt kaufen wir erstmal von dem Kollegen hier, eine Karte. Ja, rede mit. Moin Moin, hier ist Sven. Excuse me, but Luke, ja. Now it's only you again. Come back for the map to the legendary lost treasure of Melee Island, huh? I hope you brought enough money. Ja, habe ich. Ja, dann nehme ich doch. I'll take it. It'll make a swell gift. There you go. You made a wise decision. Nugget lost. Mal sehen, ob wir jetzt gerade beschissen wurden, also betrogen. Untersuchen wir die Karte mal. Na, untersuche Karte. Ach da. I think I've been had. Yep. This is no map. It looks like dancing lessons. Tanzschritte. Zurück 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Rechts 2, 3, 4. Aha. Der Affentanz. Es gibt ja hier... Entschuldigung. Kann ich hier wegklicken? Achso. Es gibt ja hier diesen Wald. Da werden wir sowieso noch nachher mal hingehen. Ich frage mich, also da gibt es so ganz viele Kreuzungen, da weiß man nicht, wo man lang muss. Vielleicht kann man mit dieser Beschreibung, wenn man irgendwie links, rechts oder was auch immer da drauf stand, halt in der Reihenfolge geht, vielleicht kommt man damit zum Schatz. Das ist eine Vermutung. Ja, das ist der Voodoo-Laden, was ist das da hinten? Ach nee, da kommt man, ich glaube, da geht es nirgendwo rein, sehen wir mal. Ach ja, genau, da geht es nirgendwo rein. Uhr. Seems like it's always 10 immer noch 10 Uhr. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch 380 Gold. Können wir uns davon jetzt auf jeden Fall schon mal ein Slash Master kaufen. Vielleicht können wir uns damit ja auch ein... Hallo? Gehen wir mal hier rein. Mal sehen, wie viel die... Ich nehme mal die Schaufel mit. Oder gibt es hier noch was? Ne, die Schaufel. Die nehmen wir mal mit. Nimm. Und wir nehmen mal das Schwert mit. Na. Nimm. So. Und dann gucken wir gleich mal, wie teuer die beiden Dinger sind. Genau, und jetzt untersuchen wir das Schild. Ringbell for Service. Ringbell for Service. Okay, benutzen wir mal die. Bing. Oh, I should have known it'd be you again. Ja, ja, diesmal habe ich Geld, Kollege. Also sei mal bitte ein bisschen höflicher. What do you want? Ich will kaufen, ja? Ich will den Pfefferminz kaufen. I can really use a breath mint. Huh,
You're telling me? Here, take one. Please. Take the whole roll. That'll be one piece of eight. Das haben wir ja. What else do you want? Dann haben wir genug. Können wir noch eins kaufen? Nee. Wegen diesem Schwert. About this sword. Yeah, what about it? Wegen dieses Schwertes eigentlich. ja, wie teuer? How much is it? I already told you it's 100 pieces of eight. Das stimmt. Did you bring enough money this time? Ja. Ja, das nehme ich. I'll take it. Great. Bing. Best 100 pieces of eight you ever spent. Unser what eigener Slashmaster 2000. Wegen dieser Schaufel. About this shovel. Yeah, what about it? Wie teuer? How much is it? Oh, another would-be treasure hunter, eh? That'll cost you 75 pieces. Ja, das haben wir auch noch, ne? Nehmen wir. Ich hoffe, dass ich das Geld nicht jetzt erstmal für was anderes gebraucht hätte. Oh, it'll pay for itself, believe me. Hey, you'll dig up 75 pieces of eight in no time. But hey, save some treasure for the rest of us, would you? What else do you want? Gibt's hier noch was überhaupt? Ich sehe mich nur mal um, ne? Oh, be my guest, Fancy Pants. Ja, ja, Kollege Fancy Pants. So, gibt's hier jetzt noch was? Nur den Tresor, glaube ich, noch, ne? Ja, den Rest haben wir gekauft. Gucken wir uns das mal an und dann suchen wir mal die Schaufel. Digmaster, the only shovel for serious treasure hunting enthusiasts. I don't have all day. Digmaster Trademark. Slashmaster, when you want a sword as sharp as your wit. Ja, ja, kennen wir schon. Und das Pfefferminz. Einfach ein Master hinter irgendwas packen und schon klingt es doppelt so cool. So, tschüss Kollege. So, jetzt haben wir also das schon. Ach ja, wir können ja mit dem Pfefferminz mal hier zu dem Typen im Gefängnis gehen. Mal sehen, gehe zu Gefangener, rede mit. Nee, okay. No thanks. Dann geben wir ihm doch einfach mal. Ooh, that's refreshing. Ach, ich will die doch nicht selber benutzen. Zum Glück sind die jetzt nicht weg. Wir haben ja eine ganze Rolle. So, gib an Gefangener. Oh, Grago Mint. Ja. How refreshing. Thanks. So, have you come to release me? Wer sind Sie? Who are you? My name is Ores. At least I think it is. I've been in here so long I can hardly remember.